machen mit Nummer 15 weiter. Wohnkonzept der Landeshauptstadt Dresden. Hier gibt es einen Änderungsantrag der CDU. Wer möchte uns den einbringen? Niemand? Ach, Herr Flemming, Entschuldigung, Sie waren so weit hin. Das sage ich nicht. Ich würde das gerne im Rahmen der Fraktionsrunde einbringen. Okay. Dann beginnen wir mit der Fraktionsrunde. Es beginnt die Bürgerfraktion, Herr Bartels. Herr Bartels? Wollen Sie oder wollen Sie nicht? Dann sind wir als nächstes bei der CDU, Herr Flemming. So, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste, dann klappt das ja mit der Einbringung eigentlich auch an der Stelle soweit reibungslos. Wohnungen, Wohnungsmärkte beinhalten ein Gut, was anders ist als andere Wirtschaftsgüter. Wohnungen sind Wirtschaftsgüter, sind aber auch soziale Güter und deshalb brauchen Wohnungsmärkte auch auf politischer Ebene ein strategisches Handeln. Sie brauchen Verlässlichkeit und das ist das, was man mit einem Wohnkonzept einer Kommune anstrebt. Deshalb ist es gut, dass Dresden sich ein Wohnkonzept erarbeitet. Das vorliegende Wohnkonzept kann eine Handlungsgrundlage sein. Es untersucht die konkreten Bedingungen des Marktes, die Bedarfe. Es werden langfristige Ziele definiert, es werden Strategien und Instrumente aufgezeigt, die sowohl die Marktkräfte fördern und nutzen, aber auch einzelne soziale Bedarfsgruppen unterstützen wollen und somit auf sozialen Ausgleich angelegt sind. Und trotzdem ist uns als CDU-Fraktion dieses vorliegende Wohnkonzept nicht ausgewogen genug. Es setzt nach unserer Meinung viel zu sehr auf den sozialen Wohnungsbau, wobei ich nicht falsch verstanden werden will. Natürlich ist der soziale Wohnungsbau ein Teil eines Wohnkonzeptes, aber es kann nicht dieses Übergewicht haben, wie es im vorliegenden Wohnkonzept ist. Und es vernetzt sich viel zu sehr mit dem nächsten Tagesordnungspunkt auf der Tagesordnung stehenden kooperativen Baulandmodell. Unser Änderungsantrag zielt darauf ab, diese Defizite zu heilen und zu beheben. Wichtige Punkte darin sind beispielsweise, dass wir die im kooperativen Baulandmodell vorgesehene Sozialbauquote von 30% auf 15% reduzieren wollen, weil wir das für angemessen halten für neue Bebauungen in Bebauungsplangebieten. Eine Begründung dazu werde ich dann noch im nächsten Tagesordnungspunkt liefern. Wir möchten dann natürlich auch, dass weitere Punkte entsprechend unseres Änderungsantrages Berücksichtigung finden und inhaltlich untersetzt werden sollen. Das sind natürlich die Punkte, die wir alle gemeinsam in großer Einmütigkeit in der Vorlage zur Mietpreisbremse beschlossen haben. Ich nenne da bloß die Stichpunkte: Wohneigentumsförderung für Einfamilien, Mehrfamilienhäuser, Familien, Förderung der Genossenschaften, revolvierende Grundstücksfonds, um Bauland zu schaffen, Prozessoptimierung in Planungsgenehmigungsverfahren, Förderung des studentischen Wohnens. Das sind ja alles Punkte, die wir bereits beschlossen haben in großer Einmütigkeit. Ja, dann müssen sie doch auch im Wohnkonzept mit einem bestimmten Gewicht drin sein. Viele dieser Punkte, die ich gerade nannte, die sind nur mal punktuell hier und da erwähnt und es wird so ein kleiner Bezug mal in dem Nebensatz genommen, aber das müssen doch Schwerpunkte sein. Wir haben es doch beschlossen. Und wir haben auch noch weitere Punkte ergänzt, die mit hinein sollen. Zum Beispiel eben die Zusammenarbeit mit den Regionen ringsum, Mobilitätskonzepte, die es ermöglichen, bestimmten Gruppen, natürlich nicht die halbe Stadt, auch Wohnmöglichkeiten vielleicht in Pirna, Heidenau oder Meißen zu geben, wo man durchaus attraktive Wohnlagen zu preiswertem Geld bekommt. Und mit der guten ÖPNV-Anbindung ist man auch von dort in einer halben, dreiviertel Stunde im Dresdner Stadtzentrum.
Da sind noch andere Punkte dabei. Natürlich die Aktivierung der Wohnungsrückbauflächen, die nach 10 Jahren Sperre wieder bebaut werden können. Auch das Hinzufügen weiterer Schwerpunkte der Stadtentwicklung. Im Moment sind im Wohnkonzept genau 3 Schwerpunkte der Stadtentwicklung benannt. Das ist die Lingnerstadt, das ist das Areal nördlich der Leipziger Straße und das sind die Gebiete an der Flutrinne in Kaditz-Mikten südlich des Elbeparks. Ja, warum haben wir denn nicht doppelt und dreifach so viele Schwerpunkte der städtebaulichen Entwicklung? Da kann ich mir Areale in Richtung Wildstoff vorstellen, in Richtung Gompitz beispielsweise, in weiteren Stadtrandlagen. Und dort kann man doch Wohnungsbau befördern. Warum steht das nicht drin? Und wir haben dann auch ein paar Punkte, die wir im Wohnkonzept nicht drin haben wollen. Wie gesagt, die zu enge Verknüpfung mit diesem kooperativen Baulandmodell oder auch solche Punkte beispielsweise Möglichkeiten für Erhaltungssatzung im Sinne des Milieuschutzes einrichten zu können. Das zielt daraufhin ab, dass man unter dem Deckmäntelchen des Milieuschutzes Modernisierung und zusätzliche Ausstattung von Wohnungen per Satzung verhindern kann, um steigende Mietpreise zu verhindern. Aber ich glaube, wir haben keine Stadtgebiete in Dresden, wo das mit so einem harten Instrument nötig ist, Ausstattungen und Modernisierung zu begrenzen, nur um Mietpreise auf aktuellem Niveau halten zu müssen. Wir wollen auch, und damit bin ich dann auch schon fast am Ende, dass der Oberbürgermeister das Instrument einer Fehlbelegungsabgabe prüft. Das heißt also, die Belastung von Mietern, die in Sozialwohnungen wohnen, damit sozusagen auch natürlich gefördert sind, obwohl das Einkommen schon längst nicht mehr den Kriterien entspricht. Das kann man mit einer Fehlbelegungsabgabe bekämpfen. Und wir möchten als letzter Punkt, dass die städtische WID, die städtische Wohnungsbaugesellschaft, in die Lage versetzt wird, eben nicht nur Sozialwohnungen bauen zu müssen, sondern eventuell durch Satzungsänderungen oder auch in Kooperation, Zusammenarbeit, Joint-Venture-Modellen mit anderen Unternehmen eben eine gute soziale Durchmischung erreichen zu können. Auch das gehört mit einem Schwerpunkt in das Wohnkonzept hinein. Soweit zu unserem Standpunkt und zu unserem Änderungsantrag. Als nächstes Fraktion Die Linke, Frau Baku. Sehr geehrte Damen und Herren, da haben wir wohl ganz offensichtlich, wo sitzen Sie denn, Herr Krüger? Herr Fleming, Entschuldigung, eine grundsätzlich andere Auffassung von diesem Wohnkonzept und von dem Inhalt. Ich möchte noch mal einige Aspekte dazu sagen, werde dann im Anschluss daran auch noch auf den Änderungsantrag der CDU eingehen. Also erstmal, es handelt sich hier ja um ein Strategiepapier und das wurde vom Stadtrat so auch in Auftrag gegeben und zwar schon vor acht Jahren mittlerweile. Und ist in einer Fortschreibung entwickelt worden mit nochmal einer grundlegenden Neuausrichtung, die ist im Jahr 2015 auf den Weg gebracht worden, um auf den aktuellen Wohnungsmarkt in Dresden einzugehen. Denn das war ja auch in den letzten Wochen eines der zentralen Themen in allen Diskussionen rund um die Kommunalwahl. Wohnen ist ein ganz drängendes Problem in Dresden und wir haben es hier mit einem angespannten Wohnungsmarkt zu tun. In dem vorliegenden Wohnkonzept wird ein Handlungsrahmen formuliert, der einerseits für die Stadtverwaltung bindend und leitend sein soll, gleichzeitig aber auch für die Wohnungsmarktakteure. Und insgesamt ist dieser Rahmen äußerst vielfältig gestaltet und somit auch eine, ja, wie ich finde, ziemlich angemessene, wie ein angemessener Leitfaden auf die doch komplexe Situation des Wohnungsmarktes. Aber zentral ist hier vor allen Dingen, dass die Ziele konkretisiert sind, worauf die Schwerpunkte gelegt werden und worauf auch der Fokus gerichtet werden muss, um den Wohnungsmarkt zu steuern, soweit wir das können. Und zwar, es geht um einkommensschwache Haushalte. Hier sind die Bedarfe am allergrößten. Es geht um Menschen mit Behinderungen, dass die angemessen mit Wohnungen versorgt werden können. Es geht um Familien mit Kindern, vor allem mit vielen Kindern, um das Wohnen im Alter und es geht um eine durchmischte Stadt, insgesamt lebendige Quartiere. Und genau auf diese Ziele und Schwerpunkte sind auch die Maßnahmen ausgerichtet. Es geht hier um eine Liegenschaftspolitik, die genau das
bewirken soll. Es geht um Aussagen zu Veräußerungen, die die Stadt tätigt von Liegenschaften. Es geht um den Ankauf von Belegrechten. Es geht selbstverständlich um die Stärkung der städtischen Wohnungsgesellschaft, die ja zum Ziel hat, Sozialwohnungen zu errichten. Und es geht darum, Private in die Verantwortung zu nehmen. Und zwar genau mit dem kooperativen Baulandmodell mit einer Quote von 30% Sozialwohnungen, die zu errichten sind. Wenn man sich die Bundesrepublik anguckt, gibt es keine einzige Großstadt in Deutschland, die Investoren einfach so nichts auferlegt und sagt, ihr könnt machen, was ihr wollt, baut die Wohnung, dadurch erwirtschaftet man auch Gewinne, muss aber für die Kommune überhaupt nichts tun, in keiner Art und Weise. Das gibt es de facto nicht mehr. Das gibt es auch in kleineren Städten nicht mehr, in wachsenden Märkten. Es ist völlig selbstverständlich, dass überall in einem Geben und Nehmen auch verschiedene Auflagen gemacht werden. Die Quote von Sozialwohnungen ist standardmäßig fast überall mittlerweile durchgesetzt und wir reden hier von Prozenten zwischen 15-35%, je nachdem, in unterschiedlichen Gebieten, in unterschiedlichen Lagen werden da verschiedene Höhen angenommen. Aber wird überhaupt nicht in Frage gestellt, dass das notwendig ist und es wird auch selbstverständlich von der Privatwirtschaft gemacht. Das ist nämlich keine Investitionsbremse, sondern überall anders finden ja auch noch Bautätigkeiten statt. Ich möchte noch mal in Erinnerung rufen, worum es eigentlich geht. Wir haben hier in Dresden 41.000 Haushalte, deren Einkommen unterhalb der Armutsgefährdungsgrenze ist, nämlich in Höhe von 60% des mittleren Einkommens. Wir haben 53.000 Haushalte, sogenannte Schwellenhaushalte, deren Einkommen sich zwischen 60-80% des mittleren Einkommens bewegt. Bei diesen 125.000 Haushalten ist die Wohnkostenbelastung für die Haushalte bei 50%, bei den ärmeren Haushalten bei über 35%, bei den Schwellenhaushalten. Das ist zu hoch. Bei allen, also das ist auch wissenschaftlich, sind sich da alle einig, dass die Grenze der Wohnkostenbelastung bei etwa 30% liegen sollte bei dem Haushaltseinkommen, dass es dann okay ist. Aber wir sehen hier, dass bei 125.000 Haushalten, das sind mehr als 40% der Dresdner Haushalte, die Mietbelastung einfach zu hoch ist, teilweise dramatisch zu hoch. Das heißt, hierauf muss der Fokus einer Steuerung des Wohnungsmarktes durch die Stadtpolitik und die Stadtverwaltung gelegt werden. Alles andere wäre einfach eine Steuerung an den Bedarfen vorbei. Okay, ich versuche es noch, ich brauche ein paar Sekunden länger, aber dann rede ich kein zweites Mal. Ich möchte auf den CDU-Antrag nochmal eingehen. Herr Flemming, Sie haben das jetzt hier gerade vorgestellt in ein paar vagen Worten. So richtig konkret wird der Antrag ja nicht. Das Einzige, was konkret ist, dass Sie genau das rausstreichen, was relevant ist, nämlich die Verpflichtungen, Sozialwohnungen zu errichten. Da sind Sie übrigens auch widersprüchlich, weil Sie in der einen Stelle im Punkt 6 fordern, dass die Einführung des kooperativen Baulandmodells gestrichen werden soll aus dem Konzept. Da müssen wir es auch nicht auf 50% senken, wenn es sowieso gestrichen werden soll. Und Sie streichen auch noch die Klimaaspekte zum Beispiel. Sie wollen auch die Milieuschutzaspekte streichen, also all diejenigen Instrumente, die wirklich eine Wirkung entfalten könnten, um Mietpreise zu senken, Verdrängung zu verhindern. Noch ein abschließender Satz, dann wäre ich hier mit dem ersten Redebeitrag fertig. Mal gucken, ob noch ein zweiter kommen muss. Wir haben ja den Antrag durch insgesamt 25... Je nachdem, wenn ich den Satz noch aussprechen darf, dann nicht nochmal. Wir haben den Antrag durch insgesamt 25 Gremien geschickt, durch alle Stadtbezirksbeiräte, durch alle Ortschaften. Es wurden von 20 mit teils deutlicher Mehrheit Zustimmung signalisiert. Es gab 5 Ablehnungen, davon 4 aus den Ortschaften, die im Prinzip ihre Ablehnung begründet haben, dass sie selber nicht richtig berücksichtigt wurden. All das findet in dem Änderungsantrag der CDU aber überhaupt keinen Widerhall. Das heißt, der ist jetzt hier 2 Tage vor der Sitzung, nachdem wir schon 5 Monate über das Konzept diskutieren, einfach so vorgelegt worden, beinhaltet aber gar nicht die Diskussion, die geführt wurde in den Sitzungen in den vergangenen 4 Monaten. Wir werden auf jeden Fall die Ursprungsfassung annehmen und finden, das ist so ein sehr gutes Konzept und hoffen sehr, dass die Maßnahmen umgesetzt werden können, damit hier tatsächlich mal eine Steuerung und eine strategische Wohnraumsteuerung möglich ist. Vielen Dank. Als nächster Bündnis 90 Die Grünen, Herr Schmählich. Sehr geehrter Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen,
Wohnungsbaupolitische Debatten sind in diesem Haus ja naturgemäß immer von einer hohen Emotionalität und Hitzigkeit getragen. Ich denke aber, wir sollten insbesondere auch im Interesse der Bürgerinnen und Bürger gerade bei diesem Thema uns um ein hohes Maß an Sachlichkeit bemühen. Es ist nun leider so, und das müssen Sie, lieber Ingo Flemming, ich glaube, das müsst ihr einfach auch zugeben, die Tatsache, dass wir über ein Wohnkonzept für die Landeshauptstadt sprechen, einer Vorlage, die am 11. Dezember aus der OB-Runde in den Stadtrat gegangen ist und dann am 4. Juni einen Änderungsantrag der CDU nach diesen langen Beratungen, auf die ja auch Pia Barco hingewiesen hat, auf den Tisch gelegt bekommen, ist halt ein Indiz dafür, dass sie sich offensichtlich nicht getraut haben, vor der Kommunalwahl ihre wohnungsbaupolitischen Vorstellungen auf den Tisch zu legen. Wir können gerne weiter dazwischen reden, das ist kein Problem. Ich ertrage das auch mittlerweile. Ja, ich werde auch künftig Valium nehmen, damit ich das weiter ertragen kann. Es gibt sonst keinen anderen Grund. Weil wenn Sie seriös an dem Thema hätten arbeiten wollen, dass wir eine gemeinsame Lösung suchen für ein Wohnkonzept, das im Übrigen immer das Jahr 2035, und ich habe es in mehreren Diskussionen schon auch immer erwähnt, immer das Jahr 2035 ins Auge nehmen müssen, weil nämlich das ist die Zäsur für die wohnungsbaupolitische Situation in dieser Stadt, wenn nämlich bei der Vonovia über 10.000 Belegungsbindungen im Sozialwohnungsbereich auslaufen. Wer das will, der muss dieses Datum ins Visier nehmen und darf nicht 5 Minuten vor der Angst oder besser gesagt am 4. Juni mit einem umfangreichen Änderungsantrag um die Ecke kommen und hoffen, dass er damit ernst genommen wird. Weil die dort enthaltenen konkreten Vorschläge sind ja nichts anderes als das Herausstreichen von Ideen, von Instrumenten, die in diesem Wohnkonzept vorgesehen sind. Ich sage da nur Stichwort Milieuschutzsatzung. Ganz wichtiges Instrument im Übrigen, dass wir uns vorbehalten müssen, um die jetzigen Mieter zu schützen. Neubauwohnungen im Übrigen oder der Neubau von Wohnungen schützt nicht die aktuellen Mieter. Mieterschutz passiert nur über den Schutz der gegenwärtigen Bestandsmieter als ein Instrument. Das wollen Sie weghaben. Sie wollen beim Neubau das wichtige Instrument, das in sehr vielen Städten sehr erfolgreich und ich war, wie Sie wissen, auch auf dem Städte- und Gemeindetag und auch da mit vielen Kolleginnen und Kollegen übrigens auch sehr unterschiedlicher Fraktionen gesprochen. Und es scheint mir in dieser Republik unbestritten zu sein, dass man über eine kluge Baulandpolitik, die wir unter dem Stichwort kooperatives Baulandmodell zusammenfassen, steuernd eingreifen. Und ein Anteil von 30%, gemessen an den Berechtigten, die wir in dieser Stadt auch perspektivisch haben werden, ist, weiß Gott, kein zu hoher Anteil. Versuchen Sie doch aber bitte nicht einen Tag vor der endgültigen Beratung, dies aus dem Wohnkonzept herauszustreichen. Also, was dieses Konzept angeht, was die Perspektive auch 2035 direkt ins Visier nimmt, ist dies eine gute Grundlage, auf der wir gemeinsam arbeiten können. An der aufgrund dieses Konzeptes wird es auch konkrete Maßnahmen geben. Über die können wir uns dann auch gerne noch kritisch und vielleicht auch konstruktiv streiten. Aber lassen Sie uns nicht dieses Konzept, welches gut vorbereitet, gut beraten ist, heute auseinandernehmen mit einem Flickenteppich von Änderungsanträgen. Deshalb muss ich leider sagen, es kommt zu spät und viele Maßnahmen, die Sie dort in dem Änderungsantrag vorschlagen, sind auch leider unausgegoren. Und deshalb werden wir den auch ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion, Herr Drews. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, ich möchte mit einem Dankeschön starten. Ein Dankeschön an die Bürgermeisterin Frau Dr. Kaufmann und die Verwaltung des Sozialamtes, die in den letzten Monaten und Jahren sehr intensiv und lange an dem Konzept gearbeitet haben. Wir haben viele Runden gedreht, auch im Sozialausschuss, haben immer wieder einzelne Details hin und her diskutiert, was denn aus Sicht des Stadtrates jetzt in so einem Konzept drinne stehen sollte. Und es war insgesamt ein spannender Erarbeitungsprozess. Insofern finde ich, da sollte man auch erstmal Danke sagen.
Grundsätzlich stehen die Notwendigkeiten für dieses Konzept schon in der Einleitung drin. Wir haben in den vergangenen 9 Jahren im Bereich der Bestandsmieten einen Anstieg um 13%, bei den Angebotsmieten sind es sogar über 25% und wir haben eine strukturelle Leerstandsquote von lediglich nur noch 1,7% auf unserem Dresdner Wohnungsmarkt. Das sind Alarmsignale, die wir wahrnehmen müssen. Das sind, was die Steigerungsraten gerade in den Angebotsmieten angeht, schon fast Berliner Verhältnisse. Und darauf werden wir reagieren müssen. Das vorgelegte Konzept ist aus meiner Sicht ein gutes Konzept, weil es in die richtige strategische Richtung geht. Es befasst sich mit einer aktiven Grundstückspolitik, damit wir als Stadt endlich wieder in die Lage versetzt werden, handlungsfähig zu sein, weil wir eigenen Grund und Boden besitzen, den man mit Wohnungen bebauen kann. Er befasst sich mit einer Stärkung der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft WED für die nächsten Jahre. Das Konzept befasst sich aber auch mit dem kooperativen Baulandmodell und den Möglichkeiten, die wir als Kommune haben, auch private Wohnungsbauinvestoren in die Pflicht zu nehmen und auch das Mittel der Milieuschutzsatzung, was ja schon mehrfach angesprochen worden ist, findet hier endlich Erwähnung. Es gibt in Dresden bisher noch nicht eine Milieuschutzsatzung. Das ist ein riesengroßes Problem, weil das eines der effektivsten Mittel ist, die wir in der Wohnungspolitik haben, weil wir dadurch eben in der Lage sind, Modernisierungsumlagen auf Mieten deutlich zu regulieren und zu begrenzen und weil wir dadurch in die Lage versetzt werden, Vorkaufsrechte für Grundstücke auszuüben, die verkauft werden sollen. Darüber hinaus werden Schwerpunkte auf unsere Beratungsangebote, auf die Wohnversorgung für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung auf dem Wohnungsmarkt und auf das Monitoring unseres Wohnungsmarktes gelegt. Insgesamt ist dieses Konzept aus meiner Sicht und aus Sicht der SPD-Fraktion ein sehr, sehr gutes Maßnahmenbündel, was alle kommunalen Möglichkeiten auf dem Wohnungsmarkt zu agieren in den Blick nimmt und für die nächsten Jahre ins Auge fasst. Die Kollegin Barkow hat es schon gesagt, das haben die Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte genauso gesehen. Es haben auch ein Großteil der Ortschaftsräte zugestimmt. Wenn nur 4 Gremien aus diesen 19 überhaupt Nein gesagt haben, dann muss rein rechnerisch schon Herr Donhauser 5 dazugestimmt haben. Und ich glaube, auch die Ortschaftsräte und Stadtbezirksbeiräte haben recht, dieses Konzept in übergroßer Mehrheit tatsächlich angenommen zu haben. Und dann kommt die CDU mit so einem Änderungsantrag hier einen Tag vor der Angst. Und ich finde das, was die CDU hier liefert, tatsächlich eine riesengroße Frechheit. Herr Flemming, auf die Frage angesprochen im Sozialausschuss, ob die CDU nicht einen Änderungsantrag angekündigt hatte bei der ersten Lesung, sagte wortwörtlich: Ja, der liegt hier, den bringen wir aber erst zum Stadtrat. Was ist denn das für eine Ausschussarbeit? Ausschüsse sind dafür da, um Änderungsanträge vor allen Dingen in diesem Umfang zu diskutieren, um die Fachdebatte zu führen. Und dort haben wir die Möglichkeit, es auch tatsächlich in Ruhe und im Detail zu führen. Da können wir auch uns vielleicht auf einige Punkte einigen. Aber wenn ich hier mit einem zweiseitigen Änderungsantrag komme, den ich den anderen Fraktionen erst 2 Tage oder einen Tag vor der Angst zur Kenntnis gebe, dann kann das und wird das heute hier so nicht funktionieren. Und das ist nicht zustimmungsfähig. Es ist aber auch inhaltlich nicht zustimmungsfähig. Die CDU erzählt, wie in jeder wohnungspolitischen Debatte, was alles nicht geht. Es geht in keine Milieuschutzsatzungen. Es gehen keine 30% beim kooperativen Baulandmodell, aber ich habe nach wie vor nicht einen Redebeitrag in diesem Stadtrat von der CDU erlebt, wie sie eigentlich den 100.000 Menschen in unserer Stadt, die so wenig verdienen, dass sie ein Anrecht auf einen Wohnberechtigungsschein haben, eigentlich tatsächlich zu bezahlbarem Wohnraum verhelfen wollen. Und deswegen ist mit Ihnen an dieser Stelle auch keine konstruktive Debatte über den Wohnungsmarkt möglich. FDP-Fraktion, Freie Bürger, Herr Zasro. Herr erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, Herr Drews, so jung und so vergesslich, also man muss sich Sorgen machen, also ich will jetzt nicht die CDU verteidigen, aber wir haben so viele wohnungsbaupolitischen Debatten in der letzten Legislatur gehabt, also ich habe da schon ganz viel gehört und die Punkte, die in dem Änderungsantrag drin sind, haben wir auch zigmal schon diskutiert, in bestimmten Papieren hat es ja auch der eine oder andere Punkt schon reingebracht und im Wahlkampf war ich in ganz vielen Baurunden, da war das permanent Diskussionsstoff, tun Sie doch nicht so, als wenn Sie das noch nie hatten und Sie haben selber gerade vorhin Ihren Änderungsantrag reingelegt. Ich bin ja sehr froh, dass Sie wahrscheinlich an dieser Stelle endlich mal Frank Wiesner hören. Also ich unterstütze den sehr. Gott sei Dank, in der SPD gibt es noch ein paar wenige, die mir Hoffnung machen. Aber es ist wahrscheinlich nur einer.
ist wahrscheinlich nur einer, Frau Filius-Jene. So, wir reden heute über ein Wohnkonzept. Über ein Wohnkonzept kann man, Herr Lichti, trefflich diskutieren. Ist auch gut, dass wir es haben, ganz klar. Wohnen ist eine der größten Herausforderungen, die wir in Dresden zu lösen haben. Jetzt haben wir ganz lange an dem Wohnkonzept rumgebastelt. Ja, was ist rausgekommen? Ein sehr fantasieloses und bis auf einen einzigen Punkt auch völlig ambitionsloses Papier. Man muss ehrlich sagen, ich bin völlig enttäuscht, weil es überhaupt keine Kreativität zeigt. Es zeigt überhaupt keinen Ehrgeiz. Es beschränkt sich auf ganz, ganz wenige Bausteine. Es gibt viel, viel mehr zu tun. Eine Ambition haben wir, nämlich die Investoren aus Dresden zu verdrängen. Das schaffen sie mit ihrer 30%-Quote, aber ganz massiv. Ein ganz gravierender Fehler. So macht man das nicht. Und so werden wir auch unsere Wohnungsprobleme nicht in den Griff bekommen. Sie haben einen Irrglauben, aber der passt schon zu der Debatte, die wir vorhin wieder hatten. Sie sind der Meinung, dass die öffentliche Hand den Wohnungsmarkt bestimmen kann. Sie unterliegen dem Irrglauben, dass die WID unsere Wohnungsprobleme lösen kann. Kann sie nie und nimmer. Und da können Sie noch so viel Geld reinpumpen, die können Sie noch so groß machen. Sie wird es nicht schaffen. Sondern wenn, schaffen wir es nur gemeinsam und im Wesentlichen übrigens mit unseren Genossenschaften und den privaten Investoren, die in dieser Stadt immer noch die meisten übrigens auch bezahlbaren Wohnungen bauen. Das sollten wir mal festhalten. Sie wünschen sich das anders. Ich will die Parallelen nicht ziehen. Wohin das führt, wissen wir alle ganz genau. Dann hätte man dieses Wohnungskonzept aber auch anders stricken müssen. Dann hätte man nicht nur immer sich um die WED kümmern müssen, sondern hätten wir die Frage zunächst mal beantworten müssen, warum wir in dieser Wohnung so langsam zu mehr Wohnraum kommen und ob wir noch andere Potenziale heben können. Und dazu sagen Sie gar nichts. Dazu sagt übrigens der CDU-Änderungsantrag sehr viel. Er fasst das nämlich alles ganz genau zusammen. Wir müssen über Entbürokratisierung reden, wir müssen über Standards reden, wir können auch über mehr Standards reinbauen, die zu steigenden Baukosten führen, am Ende auch zu teuer werdenden Wohnraum. Meine Damen und Herren, das muss auf den Tisch. Wir müssen auch einfach mal gucken, wie lange im GB6 eigentlich Bauanträge liegen. Unfassbare Zeiten. Wir haben mehrere Investoren, über das Thema oben Marienallee haben wir schon mal gesprochen, mehrere Investoren, die warten, hunderte Wohnungen, da oben sind es alleine ein Bauprojekt, 650 Wohnungen zu schaffen. Na, da kann ich nicht zugucken, da muss ich mich kümmern, da muss ich mich dafür einsetzen, dass man am Ende auch mal vorwärts kommt. Es Investoren einfacher statt komplizierter zu machen, müsste aus meiner Sicht der Weg sein, denn es gibt nur ein Rezept gegen Wohnungsnot und gegen steigende Miete, das heißt bauen, 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 meine Damen und Herren. Das ist das, was wir machen müssen, darum müssen wir uns kümmern, dazu sagen Sie aber nichts. Dass wir andere Potenziale haben, zum Beispiel in Ortschaften, gerade dort Bauland für Einfamilienhäuser, auch in unserem eigenen Stadtgebiet auszuweisen, ganz wichtig, auch dazu sagen Sie natürlich nichts. Und Sie drücken sich vor einer ganz entscheidenden Frage, Herr Treef, Sie haben es ja Gott sei Dank gerade angesprochen, ja, das Thema Wohnberechtigungsschein. Super Sache haben Sie da gemacht hier in Dresden. Ihnen gefällt das, mir schon vollkommen klar. Aber das Modell des Dresdner Wohnberechtigungsschein ist ja so ein sozialwohnungspolitisches Perpetuum mobile. Das wird ja automatisch immer mehr, weil wir es nicht kontrollieren, weil wir nicht mal wissen, wer da drin wohnt und weil Sie gar kein Interesse daran haben, rauszubekommen, wer an den Wohnungen wohnt. Ich möchte das gerne wissen. Sind denn die, die mit dem Belegungsrecht dort reingegangen sind, heute auch noch anspruchsberechtigt? Sie interessiert es gar nicht, weil Sie brauchen das. Sie brauchen die Angst vor Wohnungsnot. Davon leben Sie. Deswegen sitzen Sie alle hier im Stadtrat. Deswegen werden Sie gewählt. Wenn es real, lieber Herr Lichti, wenn es real wäre, wir wirklich die tatsächlichen Bedarfszahlen wüssten. Ich gehe mal davon aus, dass ganz viele, die heute einen Bedarf haben, natürlich auch rauskommen aus ihrer misslichen Situation. Das ist ja genau der Sinn unseres Sozialsystems. Es interessiert sie überhaupt nicht, weil sie von der Angstmacherei leben, weil sie deswegen auch ihre Mandate hier haben. Das ist doch der wahre Grund. Wenn wir ehrlich sein wollen im Wohnkonzept, dann müssen wir das zuerst mal klären. Und deswegen ist es genau richtig, über die Fehlbelegungsabgabe nachzudenken. Deswegen ist es richtig, über eine andere Förderung nachzudenken, die nicht auf die Wohnung geht, sondern die auf den Bedürftigen geht. Und wenn er nicht mehr bedürftig ist, dann kriegt er diese Förderung eben nicht mehr. Meine Damen und Herren, hier läuft vieles faul. Sie als SPD haben ja beim Wahlen noch gesehen, wohin das führt. Sie sind für mich da das beste Beispiel, weil das Genossen, naja, Herr Mattis, gucken Sie mal in Dresden Norden,
dass Genossen den Genossen misstrauen. Sie misstrauen den Genossenschaften, dem größten und wichtigsten Player an unserem Wohnungsmarkt. Sie haben denen die Grundstücke, die sie schnell bebaut hätten, weggenommen für ihr eigenes Traumprojekt WID. Das ist reale Politik. Aber machen Sie ruhig so weiter, Frau Frohweser, machen Sie so weiter. Der Wähler hat doch entschieden, hat über die Linken entschieden, hat über Sie entschieden. Tut mir leid, Grüne, ja, ihr habt noch ein paar andere Themen, aber macht nur so weiter. Ich ahne, wo es endet. Dankeschön. Die nächste Fraktion ist die AfD-Fraktion. Herr Vogel. Sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, liebe Gäste. Die Vorlage sieht vier Beschlusspunkte vor. Zusammengefasst ist das zum ersten Beschluss des Wohnkonzepts der Landeshauptstadt Dresden 2025. Das kann man sicherlich zustimmen, aber diesem Konzept, wie es jetzt hier vorliegt, garantiert nicht. Zweitens, Liegenschaftspolitik der Landeshauptstadt Dresden soll darauf ausgerichtet werden, geeignete Grundstücke für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung zu stellen. Hier ist, wie wir das schon entsprechend diskutiert haben und ja auch wissen, vor allem die WID gemeint, was selbstverständlich nicht unsere Zustimmung finden kann, aus den genannten Gründen, dass da die WID ja auch ein totgeborenes wirtschaftliches Kind bzw. Gesellschaft ist. Die Einführung einer kooperativen Baulandentwicklung mit einer Sozialbauquote von 30%, dies lehnen wir ebenfalls entschieden ab, weil es nicht funktioniert, weil es Investoren und Bauherren vertreibt. Und im Wohnbeirat wird jährlich über die aktuelle Wohnungsbaumarktentwicklung berichtet. Ich denke mal, das wird schon getan, aber das kann man entsprechend in so einem Konzept auch nochmal ausdrücklich erwähnen und ist nicht falsch. Lassen Sie mich zu den Punkten Liegenschaftspolitik und kooperative Baulandentwicklung noch einige Anmerkungen machen. Bebaubare Flächen für den Wohnungsbau zu aktivieren, ist an sich der richtige Weg, um dringend benötigten Wohnraum zu schaffen, um die hohe Nachfrage zu decken und die Preise nicht weiter so schnell einsteigen zu lassen. Aber die einseitige Fokussierung auf den sozialen Wohnungsbau in Form der WID halten wir für den falschen Weg, weil es nicht die Aufgabe der Landeshauptstadt Dresden sein sollte und auch nicht sein darf, die WID zu päppeln mit Grundstücken und Steuergeld, Ankauf von Grundstücken für die WID beispielsweise. Das ist Wettbewerbsverzerrung, das ist soweit auch Eingriff in einen Wettbewerb, der eigentlich frei sein sollte. Ich zitiere aus dem Wohnkonzept: Für Wohnungsbau geeignete Grundstücke sollen grundsätzlich nur zum Aufbau eines kommunalen Wohnungsbaubestandes, das heißt zur Einlage in die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Dresden, Wohnen in Dresden GmbH und Co. KG und zur Vermarktung per Konzeptausschreibung und Erbaurecht erworben werden. Das geht nicht. Das ist Planwirtschaft, das ist Diktatur. Nimmt man nun noch das kooperative Baulandmodell hinzu, zählt man in Ruhe eins und eins zusammen, dann sollte einem doch auffallen, dass hier von der beschworenen Kooperation und dem Plan für mehr Wohnungsbau nicht mehr viel übrig bleibt. Denn im Wohnkonzept heißt es, ich zitiere, für alle Wohnungsbauvorhaben, die im Rahmen der kooperativen Baulandsmodells Dresden geplant werden sollen, wird eine anteilige Schaffung belegungs- und mietpreisgebundener Wohnungen von 30% als bedarfsgerecht angesetzt. Auf diese Weise können der öffentliche geförderte Wohnungsbau und das preiswerte Wohnungsmarktsegment maßgeblich befördert werden und ein Beitrag zu einer ausgewogenen räumlichen Verteilung der Sozialwohnungen in Dresden geleistet werden. Träumen Sie ruhig weiter Ihren Traum. So ist vielleicht der sozialistische Plan. Die Realität wird aber davon abweichen. Sagen Sie doch mal ehrlich, wann die WID die anvisierten 2500 Wohnungen zur Verfügung haben soll. Glauben Sie wirklich an das Ziel 2025 oder dass es vielleicht 2030 dann bereits 5000 Wohnungen sind, so wie es im Konzept drin steht? Es gibt genügend Beispiele, wo Sie sich Gott
ziemlich stark verkalkuliert haben, zumindest ihre Seite, beispielsweise in Berlin, Berliner Flughafen, sind typische Beispiele für ihre Wirtschaftskompetenz. Und mit einer Vorgabe von 30% an belegungs- und mietpreisgebundener Wohnungen werden Sie das Ziel von Mehrwohnungen ebenfalls nicht erreichen, da es für die Bauträger eine unüberwindliche wirtschaftliche Hürde und einen maßgeblichen Kostentreiber im Wohnungsbau darstellt. Die Investoren springen Ihnen dann einfach ab, laufen weg und bauen notfalls gar nichts. Null. Gar nichts erreicht. Denn die Investition bringt mit dem Modell sehr großen Aufwand bei sehr geringen Erträgen. Und noch etwas. Die Folgen wird die Mittelschicht ohne Anspruch einen Wohnberechtigungsschein durch höhere Mieten tragen müssen, um die Sozialwohnungen quer zu finanzieren. Noch einen Schritt weiter ziehen die Menschen dann aus der Stadt und fahren morgens mit dem Auto in die Stadt zur Arbeit. So wird das aber nichts mit dem Klimaschutz, den Sie sich vorstellen. Apropos Klimaschutz, ebenfalls im Wohnkonzept verankert. Die Maßnahmen verteuern das Bauen natürlich ebenfalls noch weiter. Aus Sicht unserer Fraktion geht das Wohnkonzept in die vollkommen falsche Richtung und setzt einseitig auf die WID. Eine stärkere Einbeziehung vor allem der Wohnungsbaugenossenschaften, aber auch der privaten Bauträger, aber auch selbstverständlich der Vonovia, wäre der bessere Ansatz gewesen, um Wohnraum zu schaffen. Denn damit die Mietpreise nicht weiter steigen, muss das Wohnungsangebot vergrößert werden. Aber mit diesem Wohnkonzept wird das nicht erreicht. Dankeschön. Herr Bartels, Sie hatten noch Bedarf, oder? In der Fraktionsrunde? Nein? Gut. Dann habe ich als nächsten Redner Herrn Flemming. Halt, ich würde das von hier aus machen wollen. Okay, gut. Tja, das ist ja, eigentlich wollte ich gar nichts sagen, aber Herr Zastrow hat mich dazu gezwungen, doch ein paar Worte zu sagen. Und Herr Zastrow, die Genossenschaften haben Sie angesprochen, die sind gut für Dresden, das ist richtig, aber jede Genossenschaft ist irgendein kleines Königreich. Und Sie könnten immer sagen, wie Sie erreicht haben, dass die Genossenschaften sich am sozialen Wohnungsbau beteiligt haben. Also mir ist da kein Fall bekannt. Aber Genossenschaften sind so gut, denen geht es auch gut und die haben im Durchschnitt eine Miete, die ist 1 Euro niedriger als die Durchschnittsmiete in Dresden. Das zeigt, dass man gut leben kann, wenn man eine Wohnung preiswert vermietet. Alles andere, was hier in der Stadt passiert, ist im Moment Kapitalerhöhung für diejenigen, die es sich leisten können. Dann haben wir die Sache mit dem Bauland, die Sie angesprochen haben. Ich habe frühzeitig gesagt, oder jedes Mal, wenn ich daran teilgenommen habe, wenn es um den Flächennutzungsplan geht, ich habe gesagt, ich kann Ihnen nicht zustimmen, weil in diesem Flächennutzungsplan viel zu wenig Flächen für Neubauwohnungen ausgewiesen sind. Und wenn zu wenig Flächen sind, dann treibt das die Baupreise hoch. Also ich kann nur dafür werben, dass auch Sie, Herr Zastrow, und die CDU und die AfD, dass Sie den Flächennutzungsplan ablehnen, weil dort einfach nicht genügend Flächen drin sind für den Wohnungsbau. Wir haben dann die Frage, können es die Privaten besser? Natürlich können die Privaten was, aber ich habe noch nie erlebt, dass ein Privater in der heutigen Zeit irgendwelche Wohnungen für den bedürftigen Bürger baut. Das gibt es einfach nicht. Privaten bauen im Moment zu einem Preis, der sich in der Regel von einem Dresdner nicht mehr geleistet werden kann. Wenn wir jetzt bei 1,7% Wohnungsleerstand sind, dann haben wir die westlichen Städte eingeholt. Aber wir sind am Anfang einer Wohnungsnot, deshalb ist es bei uns noch nicht so katastrophal. Das kommt aber noch. Und da werden wir auch erleben, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Und wenn irgendjemand die WED kritisiert, wir brauchen mehr als 10.000 Wohnungen als Sozialwohnungen. Und wenn wir uns überlegen, was die CDU beantragen will, die ja nur sagt, wir müssen nur 15% haben, wenn wir nach B-Plan bauen, wenn wir Wohnungen 15% machen und sagen, nach B-Plan werden im Jahr etwa 1.000 Wohnungen gebaut, dann haben wir nach 15 Jahren 2.750 Wohnungen belegungsrecht gebunden. Wir brauchen deutlich mehr als 10.000. Wo soll es hingehen? Wir brauchen also nicht nur 15%, wir brauchen mindestens 40%, um das Ziel erreichen zu können, was wir brauchen. Und nun haben wir das Glück, dass wir die WED haben und die WED kann dann auch mit einen Beitrag leisten, aber die Privaten können es besser, das ist der blanke Irrtum. Also WED, Vorrang, Genossenschaften sind gut für Dresden, die sind wichtig für Dresden und die Privaten müssen wir zwingen, dass sie dort etwas machen, um den sozialen Wohnungsbau anzuschieben. Danke. Vielen Dank, Herr Flemming. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kollegen, sehr geehrte Gäste.
Ein paar Dinge will ich doch noch richtig und gerade ziehen, weil ich von Frau Barko und auch von Herrn Drews darauf angesprochen sind. Also wenn Sie jetzt hier Krokodilstränen verweinen, weil wir diesen Antrag 2 bzw. 3 Tage vor der Stadtratssitzung einbringen, dann lache ich mich aber ja kaputt. Wie oft haben wir von Ihnen aber sehr viel dickere Änderungs- und Ergänzungs- und Ersetzungsanträge bekommen, als Tischvorlage im Stadtrat, als Tischvorlage. Ja, also so. Und Ihre eigene Fraktionsvorsitzende hat sich vorhin gewünscht, mehr Sachlichkeit in der Stadtratsarbeit. Ja, das nehmen wir schon seit langem ernst. Deshalb haben wir genau diese Anträge zum kooperativen Baulandmodell und auch zum Wohnkonzept eben nicht in den Wahlkampf hineinzerren lassen. Ja, der wäre dann in Ihrem populistischen Wahlkampf untergegangen. Deshalb haben wir ihn nach der Wahl gebracht, um darüber sachlich reden zu können. So. Und da haben wir unsere wohnungspolitischen Vorstellungen auch nicht hinterm Berg gehalten, denn wir haben beispielsweise schon vor 2 Wochen ein 11-Punkte-Programm für bezahlbaren Wohnraum publiziert. Wir haben dazu Pressekonferenzen gegeben. Wir haben dazu inzwischen auch schon vor der Wahl einen Antrag eingereicht, Allianz für bezahlbares Wohnen. Aber Herr Drews, wenn Sie das alles nicht kennen, dann spricht es für Sie. So, es ist also nicht so, dass die CDU hier ihre wohnungspolitischen Vorstellungen nicht geäußert hätte. Frau Barko, wenn Sie das vielleicht falsch verstanden haben, es ist nicht so, dass wir das kooperative Baulandmodell rundheraus ablehnen wollen, denn wir haben ja auch im nächsten Punkt einen Änderungsantrag dazu. Ja, und der lässt das kooperative Baulandmodell ja durchaus auch als Modell leben. Nur, wogegen ich mich vorhin in meiner Rede ausgesprochen habe, die so enge Verquickung zwischen dem Wohnkonzept und diesem kooperativen Baulandmodell. Natürlich kann man im Wohnkonzept darauf Bezug nehmen. Ja, aber ich finde, es sollte nicht der zentrale Bestandteil des Wohnkonzeptes sein. Und auch die Kritik so, dass wir die beispielsweise im Bereich der Energiethemen hier Dinge aus dem Wohnkonzept gestrichen haben wollen. Ja, das hat halt was mit den Standards zu tun, die der Herr Zastrow gerade angesprochen hat. Ja, wenn wir hier für Sanierungen und Modernisierungen Standards fordern, die 25% über der ENEF liegen, wenn wir das ins Wohnkonzept reinschreiben, dann wissen Sie, wie sich das auf die Baukosten auswirkt? Deshalb wollen wir das dort nicht drin haben. Wir müssen einfach nur die Kirche im Dorf lassen. Das heißt nicht, dass dort nichts getan werden soll, aber lassen wir es mal bei den Standards, die wir haben, und da müssen wir nicht gleich noch drüber hinausgehen, denn die Standards, die wir haben, sind denjenigen, die bauen heute schon zu viel. So, und was die Satzungen betrifft, da will ich noch mal eins zu sagen zum Thema Milieuschutz. Wenn wir dann also so weit kommen, dass wir aus Gründen, um Mietpreise niedrig zu halten, in ganzen Stadtgebieten vorschreiben, was modernisiert werden darf und was nicht und was an Ausstattungen eingebaut werden darf und was nicht, beispielsweise zweite Bäder, Balkone etc. oder wie dass Wohnungsgrößen nicht angetastet werden dürfen. Also dann muss es aber schon sehr, sehr eng aussehen. Ich glaube, zu solchen Keulen sollten wir nicht greifen. Das ist in Dresden derzeit nicht nötig. Das kann ich mir für Areale in Berlin beispielsweise vorstellen oder in anderen sehr, sehr viel größeren Städten, dass ich dort in bestimmten Stadtteilen vielleicht bestimmte solche Satzungen erlassen kann. Aber für Dresden halten wir das in keinem Fall für irgendein geeignetes Instrument. Und Herr Drews, es ist durchaus nicht so, dass 100.000 Haushalte in Dresden Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein haben. Es sind genau 56.000. Nächster Redner ist Herr Wertz. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich muss immer hier nochmal, Frau Barko hat das für uns, für die Linke, schon hervorragend alles dargestellt. Ich muss noch bei einem nochmal etwas dazu sagen, weil sich das so festhakt. Und das gefällt mir als praktisch tätiger Ingenieur gar nicht. Das ist das Senken von Standards. Wenn wir im Bauwesen Standards senken, bedeutet das, ich übersetze es mal für die rechte Seite in ein Sprachbild, was Sie verstehen, dass wir Autos bauen, die kein ESP und keine Lenkhilfe haben, die keine Sicherheitsgurte haben und die im Prinzip 2 Takte haben.
Das ist das Senken von Standards im Bauwesen. Sie bauen damit unter Umständen billiger, aber zum Beispiel was die Energieeinsparverordnung betrifft, da ist es so, dass das sich dann in Betriebskosten niederschlägt, weil diese Gebäude nicht nachhaltig sind. Die werden Energieschleudern, die haben im Prinzip die Gefahr, dass sie auch nicht werthaltig sind. Wir möchten ja für die WED nicht nur im Prinzip auf notdürftigstem Niveau irgendein Wohnbedürfnis befrieden, sondern wir wollen auch für die Stadt einen Wert schaffen. Das vergessen Sie. Wir akquirieren im Prinzip Fördermittel. Wir schaffen für die Stadt Werte. Es ist nicht konsumtiv, es ist investiv, was wir hier treiben. Und insofern ist es auch gut für die Stadt und es mehrt das Vermögen der Stadt. Das ist ein Aspekt, den Sie vollkommen vernachlässigen. Und wenn wir eben für diese Wohnung gewisse Standards vorschreiben möchten und die auch einhalten möchten, liegt das daran, dass wir auch in 10, 20, 30 Jahren noch diese Wohnung werthaltig am Markt haben wollen und nicht dann irgendwelche Investruinen haben wollen, die keiner mehr haben möchte, weil sie einfach zu klein, zu schmal und zu schlecht sind. Insofern halten wir es für richtig, dass wir in den Grenzen, die uns aufgegeben sind, bauen, aber dort auch die Standards nicht zu sehr absenken. Es ist natürlich der Traum, für wen machen Sie das eigentlich? Sie machen es ja nicht für den Menschen, für den Bürger, für den Bewohner, sondern Sie machen es für die Immobilienwirtschaft. Jeder Punkt, den Sie bringen, im Prinzip ist im Prinzip ein Gefallen, den Sie der Immobilienwirtschaft tun. Sie möchten natürlich geringere Standards bauen, genauso teuer verkaufen und vermieten. Das ist der Traum, Erhöhung der Profitrate. Es funktioniert wunderbar. Und wir möchten auch darauf hinweisen, die linke Bausenatorin Lomscher, heute stand in der BZ, am Abend stand einmal Knutschen. Die haben in Berlin planen sie jetzt die Mietpreise für 5 Jahre einzufrieren, weil es einfach auch nicht sein kann, dass wir sagen, ein Drittel des Einkommens kann ja für die Miete draufgehen. Nee, es muss irgendwo eine Leistung und Gegenleistung sein und nicht, was kann der Mensch in Bern in Deutschland, das nehmen wir ihm einfach weg für die Miete, indem wir die Marktmacht der Immobilienkonzerne einfach gnadenlos ausnutzen. Das geht überhaupt nicht. Insofern beobachten wir als Linke sehr interessiert, was unsere linke Bausenatorin in Berlin da so tut, um die Mieter vor im Prinzip Abzocke zu schützen. Noch ein Wort zu den Genossenschaften. Es ist ja ein Prinzip in der Sozialhilfe, ist ja, dass man nur denen hilft, die Hilfe notwendig haben. Jetzt ist es bei der Wohnungsgenossenschaft Johannstadt so, dass die im Jahr 41 Millionen 2017 an Miete eingenommen haben, davon haben sie 8 Millionen Gewinn gemacht. Warum sollen wir die unterstützen? Die stocken ihre Häuser auf, die haben keine Grundstückskosten bei den Bauten, die sie da treiben. Sie nehmen die volle Miete ein, sie bauen im Prinzip ein hochpreisiges Segment. Und eins tun sie nicht, sie schaffen keine Belegungsrechte. Wenn sie Belegungsrechte schaffen würden, würden wir sofort auch einen gemeinsamen Handel mit den Genossenschaften finden. Aber das tun sie gerade nicht. Und das ist der Fehler, den sie machen. Sie wollen die Genossenschaften fördern, obwohl sie im Prinzip für die Förderung keine Gegenleistung bieten. Keine. Sie bewähren sich am freien Markt, sie bauen hochpreisig, sie sind da irgendwie zufrieden damit, die haben da kein Problem damit. Und sie verschenken das Geld an Leute, die es eigentlich nicht brauchen, sondern die sich hervorragend bewähren am Markt und die wir auch als Akteure schätzen. Aber zurzeit haben sie die Hilfe nicht notwendig. Insofern stimmen wir dem Wohnkonzept so zu, wie es ist. Es ist ausgewogen, es schafft diese Punkte, die notwendig sind, wo die Not herrscht und alles andere können wir wirklich dem Markt überlassen. Da müssen wir eben nicht noch irgendwie auf das, was so und so schon gut läuft, noch etwas oben drauf setzen, was gar nicht notwendig ist. Vielen Dank. Herr Löser. Ja, liebe Kollegen, meine Damen und Herren, ich will doch noch mal was sagen jetzt hier. Herr Zastrow stellt sich hier vorne hin, ich will ihn jetzt persönlich auch mal ansprechen. Er hat ja ein schönes Interview gehabt jetzt in der SZ, wo er mit hochgekrempelten Ärmeln dasteht in der Hofewiese. Schöne Situation, Blümchen auf dem Tisch. Und er ist der Macher, der in Dresden die Gräben zuschütten will. Und dachte ich, das ist sympathisch, das kann Herr Zastrow, er kann sich sehr gut da auch darstellen, gut verkaufen. Und er ist ja auch im persönlichen Gespräch ein netter Typ. Und dann stellt er sich hier vorne hin und erklärt uns, nachdem die Wahl vorbei ist, nachdem er hier Gräben zuschütten will, dann erklärt er uns also, dass diese Seite des Hauses Mandate nur gewinnt, weil sie sozusagen mit Angst, mit Wahlbetrug in irgendeiner Form hier sich Mandate erschleicht. Und die Wähler, die uns also, sage ich mal, hier gewählt haben, die sind quasi zu blöde, das zu kapieren. Herr Zastrow, ich will es Ihnen in aller Klarheit sagen, das finde ich eine Unverschämtheit. Denn diese Leute, die Sie wählen, die andere Parteien hier wählen, die haben Gründe für ihre Wahlentscheidung. Und es ist doch zu akzeptieren, dass jeder für sich dann persönlich diese Wertung herstellt. Und ich will Ihnen auch nochmal sagen, in allen Umfragen, die es in dieser Stadt gibt, wird das Thema Wohnungsmarkt und Mieten
als ganz zentral dargestellt. Das haben Sie immer gesehen bei diesen ganzen Auflistungen, wo dann sozusagen die Nennung in Worten erscheint und das Thema Wohnen und Mieten ist immer ganz, ganz dick, ganz, ganz dick. Und jetzt hast du auch die Leute, die zu Ihnen kommen in die Hofe, wie sie die nett sind, mit denen Sie nett reden. Da können Sie davon ausgehen, dass 40 oder 50% von denen auch mal darüber nachgedacht haben, ob sie sich die Miete noch leisten können oder wo sie hinziehen, wenn sie 3 Kinder haben und dass sie ein Problem haben, auch eine Wohnung zu finden. Insofern ist es doch völlig legitim, dass Leute das dann auch zum Thema in der Politik machen. Und nichts anderes machen wir hier. Das wollte ich Ihnen einfach mal jetzt sagen. Zum nächsten Punkt. Genossenschaften hat Kollege Würz gerade eigentlich genau das ausgeführt. Die Genossenschaften bringen ja eben nicht Belegungsrechte, obwohl es ihnen gut geht. Und das ist eine Aufgabe an die Genossenschaften, wo ich glaube, dass wir sie in die Pflicht auch mit der Stadt bringen müssen. Und Herr Zaster, auch nochmal, Sie sagen immer, hier in Dresden wird nichts gebaut. Wir haben das immer wieder gesagt, unter dem grünen Bürgermeister, und da sage ich nicht nur, das ist seine Verantwortung, das ist auch die Verwaltung, die dran arbeitet, auch der Stadtrat, der dran arbeitet, werden pro Jahr mittlerweile 2500 Wohnungen gebaut. Das ist mehr als unter Ihrer Ägide damals, die Sie hatten vor 5 oder auch vor 10 Jahren. Und dass wir natürlich genau an solchen Luxusprojekten wie Marina Garden im Hochschutzgebiet, Hochwassergebiet eben nicht interessiert sind, das ist eben auch unsere politische Entscheidung, die man natürlich auch begründen kann. Insofern stimmt es einfach nicht, wenn Sie sich hier vorne hinstellen und sagen, die Verwaltung kommt hier nicht in die Gänge und die Verwaltung baut hier nichts. Und in Vorschriften nochmal, machen Sie mal konkrete Vorschläge, wie man dann eben gesetzlich wirklich rechtssicher diese Vorschriften runterkriegt. Das wissen Sie ganz genau, dass es in Deutschland ein hochkomplexes System ist und dass es eben schwierig ist, das tatsächlich zu senken. Wir sind uns einig, dass heute Leute, die hier bauen wollen, eine Menge zu leisten haben und dass man daran schauen sollte. Das ist ja wohl vollkommen klar. Und nochmal zu der Frage mit den 30%. Also in Berlin zum Beispiel, Herr Vogel, gibt es diese Quote auch und es ist nicht so, dass die Investoren da wegrennen. In Berlin wird gebaut und das ist ja, glaube ich, auch sichtbar. Insofern ist das Wohnkonzept für diese Stadt sehr ausgewogen dargestellt und insofern kann man dem auch gut zustimmen. Vielen Dank. Nächster Redner ist Herr Krien. Ja, meine Damen und Herren, Herr Erster Bürgermeister, ich fange mal vielleicht an mit Herrn Wirz in Berlin. Die linke Bausenatorin, was wer sie macht, ja. Aber was er nicht gesagt hat, ist, dass die Wohnungen in Berlin zu einem großen Teil in der Hand von irgendwelchen ausländischen Clans sind. Ich spreche jetzt gar nicht mehr von den kriminellen Clans, sondern von irgendwelchen Clans, die dort miteinander die Wohnung haben. Das müssten Sie mir dazu sagen. Herr Löser, niemand hat gesagt, ich habe ja genau zugehört, dass die Wähler betrogen worden sind, Wahlbetrug oder dass die Wähler irgendwie dumm wären, das gar nicht. Aber es ist schon wahr, der Herr Zaster kommt manchmal der Zeitung vor, aber ganz diffizil wird schon für den linken Raum hier unterschwellig immer wieder Werbung gemacht. Und die Sächsische Zeitung ist das beste Beispiel, die haben vor einem Jahr etwa ihre Seite ändern müssen, die haben die Kommentarspalten weggemacht, weil die Menschen zu viel gesagt haben. Nein, es gilt nur eine Meinung, die von Herrn Weller, nur die, kein Kommentar, weg. So haben sie die vor einem Jahr etwa die Kommentarspalten weggemacht. Jetzt kommen wir mal zu Herrn Vogel und Herrn Zastro. Sie haben gesagt, bauen, bauen, bauen. Ja, viel bauen. Er hat gesagt, bauen, bauen, bauen. Und Sie haben gesagt, immer wieder, es muss ständig gebaut werden. Inhaltlich haben Sie das gleiche gesagt. Ja, das Beste gegen Wohnungsnot, das Beste gegen Mietwucher ist ein Überangebot. Ein Überangebot. Und meine Damen und Herren, wir haben es doch erlebt. Das Jahr 2000 bis 2002, 2003, das waren herrliche Jahre für den Mieter. Und Ihre zwei Bürgermeisterinnen haben damals mit zugestimmt, diese wunderbare, für Mieter wunderbare Situation wegzumachen und Häuser abzureißen in großem Maße im WOBA-Aufsichtsrat. Ist von Ihren zwei Bürgermeisterinnen das mitbeschlossen worden und von noch einigen anderen Leuten. Ja, na klar. Der Abriss vieler Wohnungen ist im WOBA-Aufsichtsrat im April 2005 beschlossen worden. Klar. Na, na, nur gegen meine Stimme. Na klar, nur gegen meine einzelne Stimme, natürlich. So, meine Damen und Herren, wenn wir das haben, wenn wir dieses Überangebot haben, dann können wir das mit dem Wohnberechtigungsschein völlig knicken, völlig weg.
Dann reicht nämlich, Leute ziehen ein und dann gibt es Wohngeld. Das wird regelmäßig kontrolliert. Oder Hartz IV. Das wird regelmäßig kontrolliert, sind die Leute noch bedürftig. Da brauchen sie nicht gucken, ist der, der noch drinnen wohnt, hat er noch ein Anrecht auf den Wohnberechtigungsschein. Dann kommt schon der Vermieter und sagt mal, lieber Freund, Miete zahlen, sonst. Und das Wohngeld und Hartz IV, sich ist, das wird regelmäßig wieder neu kontrolliert. Das gilt irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr, weiß ich nicht genau. Flächen fehlen, ja. Wir müssen an die Spekulanten ran, die Ruinen halten. Ich habe Ihnen das mehrfach genannt in Niedersedlitz. Es sieht nicht bloß furchtbar hässlich aus und ist gefährlich, wenn die Kinder da drin rumspielen. Diese Ruinen müssen weg. Die müssen wir uns nehmen. Und wenn die nicht bauen, da die Leute, und einfach nur ihr Grundeigentum stehen lassen in der Hoffnung für ihre, dann müssen wir eben härtere Montagen anlegen. Ganz klare Angelegenheit. Ruinen müssen weg. Ich hatte ja gehofft, dass das mit der Grundsteuer irgendwo ein bisschen kommt jetzt. Soweit ich das mitgeschnitten habe, ist das Landesgesetzgeber-Sache und da ist erst wieder eine Wahl und die sich dann vereinigt haben. Es wird wohl zum 1.1. nicht werden und die werden sich alle das Fäustchen lachen. Ja. Meine Damen und Herren, wir hören uns gerne noch ein bisschen an, was Sie hier machen. Wir haben uns noch nie so richtig entschieden. Klar ist erst mal eins, Herr Fleming. Punkt 3 Ihres Antrags geben wir auf keinen Fall mit. Für alle anderen Sachen hören wir noch zu und wollen mal sehen, wie es wird. Danke. Nächster Redner, der hoffentlich unsere Ohren etwas schont, wird Herr Schmählich sein. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, auch wenn es wieder mal nicht gelungen ist, zu diesem zentralen Thema wirklich den sachlichen Ton beizubehalten, werde ich mich trotzdem darum bemühen und auch einige Dinge noch mal versuchen, sachlich einzugehen. Herr Sastro, wenn denn dieses Wohnkonzept, wie Sie sagen, ein Machwerk unambitionierter Vorstellung ist, dann würde ich von Ihnen noch mal erwarten, was denn dann zu erfahren, was denn dann ambitionierte Vorstellungen sind. Dann würde ich von Ihnen auch erwarten, nicht nur einfach so schöne Thesen reinzuwerfen in die Debatte, sondern sich dann auch bitte, und das mache ich jetzt mal, einen Faktencheck zu unterwerfen. Derjenige, was im Übrigen auch im CDU-Antrag drin steht, eine Fehlbelegungsabgabe fordern, sollten vielleicht dann auch mal wissen oder den Menschen sagen, dass ausdrücklich, übrigens in einer Zeit, in der sie Verantwortung in Sachsen trugen, die sächsische Landesgesetzgebung dies ausgeschlossen hat. Die sächsische Landesgesetzgebung schließt aus, dass es eine weitere Prüfung der Berechtigung gibt, nachdem ein Mensch in eine Wohnung eingezogen ist. Können Sie nachlesen in den Landesgesetzen. Sie stellen sich hin und fordern das als CDU, die diese Landesregierung führt, als eine Maßnahme in dem Wohnkonzept. Also bitte, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte auch mal Sachen überprüfen. Auch mal nachgucken, ob man nicht auch hier ein bisschen Quatsch fordert an dieser Stelle. Es ist einfach rechtlich nicht machbar. Und dann sollte man sich nicht hinstellen, populistisch wie Sie, Herr Zastrow, und dies sozusagen als eine vorrangige Aufgabe bezeichnen. Es ist nun mal so, Sie können es gerne nachprüfen. Ich lasse mich dem Faktencheck gerne unterziehen. Wissen Sie, und ich meine, ich habe Ihnen den Fakten genannt, prüfen Sie es mal nach. Gehen Sie mal endlich auch in so eine seriöse Sachpolitik rein in dieser Frage und nicht nur in die großen Worte, Herr Zastro. Muss ich mal in aller Deutlichkeit sagen. Ja, ich habe mich im Gegensatz zu manch anderen mit dem Thema wirklich intensiv beschäftigt. Können Sie gerne zwischenrufen. Ich meine, und wenn ich dann von Herrn Vogel höre, also sozialer Wohnungsbau sei Planwirtschaft, nimmt sogar den Begriff Diktatur in den Mund, da sei einfach nur, ja, dann haben wir in diesem Land schon ziemlich lange und überall in den meisten großen Städten Diktatur, weil sozialer Wohnungsbau selbstverständlich ist. Und Sie sollten vielleicht dann auch mal, Herr Vogel, vielleicht auch mit der einen oder anderen Kandidatin, die auch künftig in den Stadtrat reingerutscht ist, auch mal sprechen. Frau Morschner hält zum Beispiel den Ausbau der WID, also das ist die Kandidatin, die in Blasewitz gewählt wurde, und den sozialen Wohnungsbau für ein zentrales Thema. Also Sie erzählen ja auch nur Ihr Kram, der im Grunde genommen sozusagen auch rein ideologisch begrenzt ist. Und letzter Satz. Wissen Sie, soziale Marktwirtschaft ist ein großer Anspruch. Und ich empfehle gerade Ihnen von der CDU, jetzt einfach nochmal das Standardwerk von Müller-Amack und Ludwig Erhard zu lesen. Dort wird nämlich, ja, das Standardwerk soziale Marktwirtschaft, dort wird nämlich gesagt, warum es notwendig ist,
eben keine freie Marktwirtschaft in dieser Bundesrepublik zu haben. Und das wichtigste Beispiel wird dort der Wohnungsbau genannt. Müller-Amag sagt, wir brauchen das Instrument staatlicher Lenkung von Wirtschaft überall dort, wo es um Grundbedürfnisse der Menschen geht. Und wenn Sie verkennen wollen, dass Wohnungen ein Grundbedürfnis sind, oder wir sind uns wahrscheinlich sogar darüber einig, dass es ein Grundbedürfnis ist, dann ist es notwendig, dass wir als Stadt, als diejenigen, die verantwortlich sind für Daseinsvorsorge, den größten Wert darauf legen, dass wir dort, wo wir Einfluss nehmen können, nämlich nicht auf Investoren im Wesentlichen, sondern dort, wo wir Einfluss nehmen können, auch unsere Verpflichtungen nachkommen. Und deshalb ist es eben wichtig, die eigenen Aktivitäten im sozialen Wohnungsbau nach vorne zu bringen. Und ich hatte die Hoffnung gehabt, dass dies auch mittlerweile zumindest bei der CDU zu einer Einsicht geführt hat. Und ich lade Sie ein, dass wir diese Diskussion fachlich und sachlich führen und wirklich im Interesse der Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt führen, auf der Basis dieses Wohnkonzeptes und auf der Basis weiterer Initiativen, die aus dem Stadtrat die nächsten Jahre herauskommen. Danke. Nächster Redner ist Herr Blümel. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Wohnkonzept klingt toll, ist aber, wenn man sich's mal anguckt, nichts als ein Stück beschriebenes Papier. Ich will Ihnen gern, weil hier ja in Rede steht, dass diese Verwaltung sozusagen alles tut, um Investoren das Bauen von Wohnungen zu ermöglichen, ein praktisches Beispiel der letzten Tage aus dieser Stadt schildern. Ein Bauträger seit vielen Jahrzehnten hier in Dresden am Standort, ein mittelständisches Unternehmen, eines von denen, die wirklich hier vor Ort bauen, die keine überregionalen Interessen haben, kein Konzern, die beschäftigen die Leute nur von hier, will seit Jahren in Striesen auf einem Grundstück, was heute anders wirtschaftlich genutzt wird, ein Wohnhaus bauen. Das soll Familien zur Verfügung gestellt werden, dringend gesucht in Striesen, Dreiraum-, Vierraumwohnungen, findet man nicht. Meine Kollegen, die in Striesen wohnen, werden es bestätigen. Er wurde zuerst dazu ermutigt, will ich das mal formulieren, einen Architekturwettbewerb zu machen. Nicht mit 3 Büros, nicht mit 5, sondern mit 7 Büros. Gut, er hat sich am Ende, glaube ich, auf alles eingelassen. Er hat alles, was man hier ihm abverlangt hat, sozusagen gemacht. Und jetzt sollte im Juli der Bau beginnen. So, und jetzt stellt sich ein unüberwindbares Hindernis heraus. Es gibt auf dem Grundstück heute einen Anschlusskasten für die Telekom und die Stadtbeleuchtung. Und jetzt entstand die Frage beim Stadtplanungsamt, wo kommt denn zukünftig dieser Kasten hin? Die Telekom hat einen Vorschlag gemacht an der Fassade außen, wo das Haus dann entsteht. Das gefiel der Stadtplanung nicht, weil es städtebaulich sozusagen nicht zu Striesen passen würde. Daraufhin gibt es ein Vororttreffen, Stadtplanungsamt, Stadtbeleuchtung, Telekom, Drewag, 2 Mitarbeiter der Firma. Und dann wird 1,5 Stunden dort debattiert. Anschließend wird festgelegt, genau dort an dieser Stelle, auf den Zentimeter genau, kommt dieser Kasten hin, 1 Meter mal 1 Meter, 50 Zentimeter tief. Und jetzt muss dieser Bauträger einen Antrag stellen und der wird dann, und das hat man ihm jetzt schon gesagt, mindestens 3 Monate interne Bearbeitungszeit brauchen und danach kann er dann eventuell damit rechnen, dass er bauen kann. Das ist ein praktisches Beispiel, was Bauträger in dieser Stadt hier immer wieder erleben. Und das ist etwas, was über die letzten Jahre immer wieder an uns auch als Stadträte herangetragen wurde. Das ist ein kleines Beispiel, es gibt andere gravierende. Herr Zastrow hat sie genannt, oben Marienallee, wo hunderte Wohnungen seit Jahren auf Halde quasi liegen und nicht gebaut werden. So, und wer dann sich hinstellt und sagt, hier ist alles in Ordnung und hier funktioniert bereits alles, der verkennt, dass es eben nicht so ist, sondern dass es eben auch ganz viele Leute gibt in dieser Stadt, die glauben, dass wir immer noch in Zeiten leben, wo wir einen Überschuss an Wohnungen haben und wo man so mit Leuten, die Wohnungen bauen wollen, umgehen kann. Ich glaube, da muss man auch langsam mal innerhalb der Verwaltung aufwachen und erkennen, dass man sich mit diesen Leuten, die hier mit eigenem Geld, mit eigenen Mitarbeitern vor Ort tätig sind, die man langjährig kennt, dass man mit denen einfach anders umgeht und darf, sage ich auch, kooperativ,
kooperatives Baulandmodell, dann knalle ich den Leuten nicht eine Quote, eine feste vor den Kopf, sondern dann gehe ich auch auf individuelle Unterschiede ein. In der Diskussion sind Unternehmen zu uns gekommen, haben gesagt, wir bauen in der Regel 8 bis 10 Wohnungen. Für uns ist das dann wirtschaftlich nicht mehr tragbar und nicht, weil sie sich super Profite da genehmigen, sondern weil sie dann das Gesamtprojekt nicht mehr stemmen, weil die Bank nämlich sagt, nein, das finanzieren wir nicht. So, das heißt, da muss man eben auch flexibel auf diese Dinge eingehen und das ist das, was man im Antrag der CDU wiederfindet. Es soll eben nicht die starre Quote geben, sondern die angepasste auf die konkreten Bedarfs- und Interessenlagen auch der einzelnen Akteure hier. Deswegen werden Kollegen von mir auch diesem Änderungsantrag zustimmen. Ich will aber auch vor einem warnen, vor einer Euphorie, selbst wenn dieses Wohnkonzept heute in welcher Form auch immer beschlossen wird. Andere Städte haben sowas längst. Und dann bitte ich all diejenigen, die darauf so viel Hoffnung setzen, mir zu sagen, welche deutsche Großstadt hat denn keine Wohnungsnot, egal ob CDU, SPD, Grün oder sonst wie regiert. Es gibt nämlich in diesem Land ganz andere Probleme, die zu dieser Entwicklung führen. Wir hier in Dresden haben es erlebt, wir hatten über viele Jahre Leerstand. Dann hat diese Stadt angefangen, sich wirtschaftlich zu entwickeln und ist attraktiv geworden für Leute. Und diesen Zuzug, wie will man den begrenzen? Das heißt, wenn das Angebot sich in Dresden verbessern wird, und es wird sich verbessern, wird es noch attraktiver sein. Und solange in der Lausitz keine Entwicklung stattfindet, wo die Leute, junge Leute auch dann entsprechende Angebote von Arbeit, Erholung, Freizeit haben, werden die in die Großstadt ziehen. Und dann können wir bauen, wie wir wollen. Dann wird diese Entwicklung, das ist wie bei Hase und Igel, wir werden immer hinterherrennen. Deswegen, so schön das Konzept ist, es wird diese Entwicklung nicht aufhalten können. Andere Städte können es auch nicht. Gucken Sie nach München, nach Frankfurt, nach Düsseldorf, nach Hamburg, Berlin. Nirgendwo gelingt es mit Papier und Konzepten, das zu lösen, weil die Entwicklungsprobleme sind über viele Jahre entstanden und die lösen wir hier allein in Dresden nicht. Dankeschön. Nächster Redner ist Herr Thiele. Noch nie ganz. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, tatsächlich haben wir zu dem Wohnkonzept viele intensive Gespräche geführt und ich will mich gegen eine Unterstellung hier auch ein Stück weit, ja, will ich mich entgegenstellen, dass wir nur ausschließlich hier der Bau- und Investorenwirtschaft als CDU die Steigbügel halten mit dem Wohnkonzept und mit unserem Änderungsantrag. Dem ist nicht so. Wir haben natürlich auch mit anderen Vertretern aus der Wohnungswirtschaft geredet, mit Wohnungsgenossenschaften und auch mit Kollegen der WED, auch mit den Kollegen der Vonovia und haben uns intensiv informiert über die vielen Kriterien, die hier in Dresden entsprechend zugrunde liegen. Und darauf beruht unser Änderungsantrag mit allen Details, die wir hier abgestimmt haben. Wir halten diesen Änderungsantrag tatsächlich für ausgewogen. Und das ist auch das Ergebnis dieser Beratungen. Dazu sind nämlich alle Beteiligten bereit und alles andere, das haben hier viele meiner Vorredner entsprechend schon dargestellt, wird dann schon als eine sehr große Überforderung angesehen, vor allen Dingen in der Kombination der entsprechenden Kriterien. Und wenn Herr Wirz das vorhin verglichen hat mit Ausstattungsmerkmalen von privaten Kfz, dann glaube ich, hat er ein bisschen eine falsche Einordnung gewählt. Denn die Kriterien, die jetzt im Wohnkonzept stehen, so wie es von der Stadtverwaltung kommt, das würde ich eben nicht als Standardausstattung einordnen, so wie es Herr Wirz vorhin mit ESP und den Dingen verglichen hat, die heutzutage in jedem Kfz drin sind, sondern was dort im Wohnkonzept steht, würde ich eher in eine gehobene Ausstattung einordnen, meinetwegen in elektronisch verstellbare Sitze, beheizbare Frontscheibe, Lederausstattung oder so etwas. Und da müssen wir schon drüber sprechen, wenn wir hier die Kosten irgendwie in einem Rahmen halten wollen, der für alle Beteiligten irgendwo darstellbar ist. Und im Übrigen dann auch eben genau für die Gruppe der Mieter, die eben nicht in den Genuss kommt, in einer Sozialraum, in einer sozialbaugeförderten Wohnung dann mieten, also wohnen zu können,
sondern die dann die entsprechenden freien Mieten zahlen. Denn natürlich werden dann entsprechend alle, die investieren, dann diese Mehrkosten auch auf die anderen Wohnungen umlegen. Und das führt dann insgesamt zu höheren Mieten. Und das wollen Sie ja genau nicht. Und dann hat auch mein Kollege Flemming schon hingewiesen darauf, dass hier wahrscheinlich auch ein Stück weit über den Bedarf kalkuliert wird. Und hier müssen wir uns nämlich genau dieser Tatsache auch ernsthaft sozusagen entgegenstellen, wie viele dieser sozial geförderten Wohnungen werden tatsächlich benötigt. Es ist auch noch nicht in Stein gemeißelt, dass wir die Belegungsrechte bei der Vonovia irgendwann abgeben. Die laufen noch eine ganze Weile und es spricht doch gar nichts dagegen, dass wir die dann als Stadt auch verlängern. Und dann haben wir dort auch noch das entsprechende Potenzial. Diese Verhandlungen sind sicherlich zu führen in den nächsten Jahren mit der Vonovia. Und ich sage jetzt nicht, dass das dann durchgeht wie geschnitten Brot. Aber darüber haben wir uns hier noch gar nicht unterhalten. Und da haben wir noch genügend Zeit. Und wir werden auch eine Entwicklung sehen hier auf dem Wohnungsmarkt. Auch das wurde uns nämlich gesagt, dass so langsam die Zeit der steigenden Mieten hier irgendwie vorbei zu sein scheint. Denn das merken die privaten Investoren schon, dass da eine gewisse Sättigung in dem Bereich nach oben eingetreten ist. Deshalb sollten wir hier mit sehr großem Augenmaß so ein Wohnkonzept beschließen. Und eine Bemerkung kann ich mir tatsächlich auch nicht verkneifen, wenn hier dann auch mit der WID entsprechend argumentiert wird. Darüber reden wir seit vielen Jahren. Es ist meiner Kenntnis nach noch keine einzige Wohnung am Markt. Möglicherweise werden wir in diesem Herbst dann irgendwie mal ein Richtfest feiern für die ersten Wohnungen. Aber die ganzen Versprechungen, die hier insbesondere von der linken Seite gekommen sind bei der WID, nicht eine einzige Wohnung haben wir hier, nicht ein einziges Versprechen diesbezüglich ist eingehalten. Deshalb würde ich Sie schon hier bitten, ein Stück weit da auch mit einer Vernunft heranzugehen an das Thema und sich mit unserem Antrag schon auch noch mal auseinanderzusetzen. Wir sind da zur Diskussion auf jeden Fall bereit. Vielen Dank. Vorletzter Redner ist Herr Genschmer. Wir haben ja diese Diskussion jetzt gehört und da Herr Drews jetzt von dem Antrag von CDU so ein bisschen überfahren ist, denke ich mal, damit wir eine sachdienliche Diskussion haben, würde ich vorschlagen, beide Anträge nochmal in die Ausschüsse zu überweisen. Da kann die SPD dann auch in Ruhe nochmal darüber beraten. Nächster Redner ist Herr Wirtz. Kann ich von hier? Danke. Ich wollte noch mal kurz auf Herrn Blümel eingehen. Es ist immer ein bisschen gefährlich. Natürlich kann in den Genehmigungsbehörden im B-Plan-Verfahren vielleicht mal überlegt werden, wo man straffen, wo man beschleunigen kann. Aber im Baugenehmigungsverfahren, gerade mit so einer Vertragsgeschichte einer Erschließung, die sich da auf dem Grundstück befindet, die der Telekom oder irgendeinem Energieunternehmen gehört, ist es anders. Dort gibt es einen Bauherrn und der Bauherrn, der hat einen Planer und der Planer ist für die Genehmigungsfähigkeit und Verwendbarkeit und auch Mängelfreiheit seiner Planung verantwortlich und die Behörde genehmigt nur. Und solange der Bauherr eben seinen Planer nicht dazu bekommt, eine genehmigungsfähige, vollständige Planung, die eben auch geprüft hat, ob irgendwas auf dem Grundstück ist, was stören könnte, vorgelegt, dann hat die Behörde überhaupt keine Möglichkeit, als nicht zu genehmigen, sondern nachzufordern, dass da eben die Planung bereinigt wird. Insofern ist da der Bauaufsicht überhaupt kein Vorwurf zu machen, weil sie überhaupt keine Möglichkeiten, kein Ermessen hat, im Prinzip eine nicht mangelfreie und vollständige Planung zu genehmigen. Das muss man unterscheiden. Und dann kommen wir nochmal zum Jägerpark, zu dem Bebauungsplanverfahren da oben. Dort ist es auch nicht unbedingt die Verantwortung des Stadtplanungsamtes, dass es noch nicht weitergeht, sondern es ist eine andere Behörde, die dort hartnäckigen Widerstand leistet. Das ist nämlich unsere Bundeswehr, die dort im Prinzip mit allen möglichen Winkelzügen und Lärmschutzgutachten und der Verwendung von Granaten und Übungsmunition und
einen Grillplatz, der überhaupt nicht zum Betrieb der Bundeswehr gehört, versucht im Prinzip dem dort das Leben schwer zu machen. Und wer dort möchte, kann sich gerne mit mir gemeinsam beim Stadtplanungsamt einsetzen, dass man dort mal im Prinzip die Bundeswehr ein Stück weit zu dem, was sie sonst immer propagiert, macht, nämlich ein guter Nachbar zu sein in der Stadt, wo sie angesiedelt ist, wo sie stationiert ist. Dass wir dort das mal wegkriegen, ist nämlich ein ganz normaler Hochschulstandort eigentlich, wo Ausbildung herrscht und kein Manöverbetrieb und kein Kampfbetrieb. Insofern sollten wir nicht unsere eigenen Behörden im Prinzip hier vorführen an der Stelle, wo es gar nicht notwendig ist, sondern sollten Lösungen suchen und natürlich auch die Ursachen genau benennen. Vielen Dank. Gibt einen Geschäftsordnungsantrag von Herrn Löser? Zurückgezogen? Gut. Dann sehe ich keine weiteren Wortmeldungen. Herr Genschmer hat als Geschäftsordnungsantrag verfahrensleitend beantragt, die Vorlage in die Ausschüsse für Soziales und Wohnen und Bau zurückzuverweisen. Ja, wir können ja beim Tagesordnungspunkt 15 auch nur über den Tagesordnungspunkt 15 zunächst abstimmen. Es wäre dann möglich, beim Tagesordnungspunkt 16 den Antrag normal zu stellen. Gibt es zu diesem Geschäftsordnungsantrag Gegenrede? Formal als Gegenrede erhoben. Dann rufe ich den Geschäftsordnungsantrag zur Abstimmung. Der Geschäftsordnungsantrag ist bei 33 Ja-Stimmen, 35 Nein-Stimmen und 0 Enthaltung abgelehnt. Damit machen wir in der Sache weiter. Und in der Sache heißt das, wir kommen zum Änderungsantrag der CDU-Fraktion, den ich hiermit zur Abstimmung stelle. Der CDU-Änderungsantrag ist bei 32 Ja-Stimmen, 36 Nein-Stimmen ohne Enthaltung ebenfalls abgelehnt. Und wir kommen damit zur Abstimmung des federführenden Ausschusses, den ich hiermit aufrufe. Dieser ist bei 36 Ja-Stimmen, 32 Nein-Stimmen ohne Enthaltung so bestätigt. Damit ist der Tagesordnungspunkt 15 abgeschlossen.